So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins. Wir müssen heute aber noch irgendwo so ein Lager infiltrieren. Ich muss gerade mal gucken, wo wir da hin müssen. Wir brauchen schließlich noch ein paar Level. Ich muss mal gerade gucken, haben wir nicht einen Schnellreisepunkt irgendwo in der Nähe zufällig? Natürlich nicht. Vielleicht auch eine Überraschung. Ernsthaft? Wie haben wir denn nur? Was haben wir denn da? Ich wundere aber, dass wir noch den Dings nicht haben. Den Schakal. Eigentlich müssen wir ja noch aber wir haben hier noch ein bisschen was an Material, Zeugs. Also wir haben hier noch 3 bis 4 Mystery Quests und ich möchte sie ja gerne noch machen. Weil wir müssten ja noch. Ja, warte mal, ich guck gerade was anderes. Ich guck mal, ob wir noch was in der Nähe haben. Weil das ist mir sonst alles ein bisschen zu viel. So, dann gehen wir hier. Carpe Diem. Carpe Diem. Schatten von Apollon. Erblindete Augen. Haben wir nichts, was wir in der Nähe haben hier an Quests? Haben wir nichts in der Quest, die uns ein bisschen nach vorne bringen würde? Die Tiertüten? Aber gar nichts in der Nähe. Die Freiheit nimmt. Da oben ist doch irgendwas Schönes. Sehr gut. Das ist doch etwas, was uns gefällt. Jetzt müssen wir da irgendwie hochklettern. Ich will heute eine andere Quest machen. Ich will nämlich ein bisschen. Wir müssen leveln. Wir brauchen zumindest noch 1,5 Level. Und dann können wir uns um das Finale kümmern. Hier bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Ob ich heute noch vor der Arbeit hinbekommen, weiß ich noch nicht. Gucken wir es mal. Ich habe gestern noch sehr lange aufgenommen. Wie lange waren das noch? 3,5 Stunden? Aber vielleicht schaffen wir das heute noch. Oh. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja gut, das ging um Schatzplündern. Das ist sehr unwichtig gerade. Warte mal kurz gucken. Müssen wir mal schauen. Die Quest, die können wir mal noch raus. Weil sonst nervt sie. Hauptmann, Kommandant. Na, wir haben Level 35er schon gekillt. Das ist halt das ist der Vorteil. Und zwar relativ schnell. Aber wir müssen jetzt erstmal noch leveln. So ist. Muss ich. Ach, da runter muss ich, okay? Oder? Was? Oh, hepp. So. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt verarsch mich bitte nicht und sag mir nicht, dass das Ding jetzt. Oh. Das habe ich jetzt gerade mehr oder weniger mal nicht mitgeschnitten. Stimmt endlich! Oh. Eieieiei, ich war gerade. Tschüssi. Ja, da, geh mal hier. So, ich habe noch nicht mal drauf geschnitten, dass da gerade Gegner sind. So, lass mal, wie es ist. So, ich will eigentlich. Die Quest ist doch nicht unten, oder? Die ist doch nicht unten in der Höhle drin, oder was? Aber sind die Feinde hier wieder aufgeploppt, weil ich das Spiel wieder neu gestartet habe? Wo
müssen wir denn da hin? Da draußen ist doch was. Hey. Ich töte dich. Der gehört zu mir. Ja, zwei. Alter. 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 Meine Fresse. Und alles nur wegen ein bisschen. Ach, wir müssen da rein. Okay, gut. Dann ist das schon irgendwie richtig. Ja, warte mal, das ist aber nicht die Höhle, wo wir schon mal waren. Da ist das. Dieser Bote wurde von Banditen gefoltert. Ein rührender Brief. Nehmen wir sie mit. Liebende entzweit durch Unterdrückung. Erinnert mich an Aya und mich. Der arme Habti. Ich sollte mir das ansehen. Er hat sicher Ärger. Mit der Tätowierung sollte er leicht zu finden sein. Ich muss mich mal gerade nur ganz kurz irgendwie wieder orientieren, dass ich hier rauskomme. Meine Orientierung ist einfach schlecht, aber egal, wir haben sie hingekriegt. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Und zwar hier runter irgendwo. So, jetzt müssen wir schauen. Oh, das war keine Absicht. Ich gehe mal im Idealfall über die Berge. Wir können ja klettern. Ein bisschen darüber. Okay. Ein bisschen da hoch irgendwo. Hier könnten wir noch einen zweiten Schatz finden, aber das ist jetzt gerade für mich eher irrelevant. Können wir nicht, aber ich will halt, wie gesagt, wir müssen natürlich Minimum noch ein, zwei Level machen, um wirklich final den Gegner, den Boss, den finalen Fight zu machen. Aber ich meine, vielleicht könnten wir noch schnell noch 33 schaffen, aber er sagt im Folienstufe 35, das sagt er nicht umsonst. Weil ich weiß, dass er, ich habe nachgeguckt, der Flavius ist Level 35. Und ich möchte mich eigentlich ungern noch unter Level gegen ihn werden. Aber wir haben ja eigentlich noch, was haben wir noch? Philakas haben wir noch, glaube ich, und 2-3 haben wir, glaube ich, noch. Also 5 insgesamt sind es noch. Letztes Level 40 und dann sind wir definitiv noch ein bisschen unterlevelt. Oh, scheiße. Verpiss dich jetzt von mir. So schnell bist du nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hochkommen. So, Sen holen. Frage, sind da unten Feinde? Ja, schauen wir nicht.
Okay, auf geht's. Schießen Sie zuerst und fragen dann. Hauptmann? Doch ein paar Feinde. Problem natürlich, jetzt habe ich ein dickes Problem, jetzt kann ich versuchen, wenn ich stehe da unten wegsnicke. Wir ignorieren sie gerade mal. Getötet und einfach zurückgelassen. Oh. Jetzt gehen wir. Ich hab das Hochzeitsarmreif, eine Quest gegen schon. Aber er trägt. So, der Imkurve liegt südöstlich, das heißt, wir müssen wieder klettern. Armreif. Seine Geliebte weiß nicht, dass er tot ist. Das macht mich krank. Ich gebe seinem Kar Ruhe und bringe den Armreif zurück. Habtis Frau wird das als Andenken haben wollen. Okay, wir sind sogar voll auf die andere Seite. Dann würde ich sagen, wir umlaufen das Lager einfach mal. Weil jetzt, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt da durchmarschiere, keine Lust auf Ärger. Ich will mich da runter mal fallen lassen. Oder beziehungsweise mal. Also ich bereue es tatsächlich nicht, das Let's Play weitergemacht zu haben. Definitiv nicht. Ich habe momentan nicht so viel Spaß, aber es liegt aber auch jetzt daran, dass es jetzt so langsam Richtung Ende geht und ich einfach das Spiel irgendwann mal fertig machen möchte. Und dann quasi mit einem neuen Teil beginnen, der dann heißt Assassin's Creed Valhalla. Den Teil, den ich schon immer machen wollte. Oder beziehungsweise seit Release machen wollte. Ja, ich weiß, das Spiel ist wieder ein bisschen was älter, ist wieder ein, zwei Jahre alt, aber trotzdem. So, das römische Lager lassen wir, wie gesagt, mal gerade im Basteln des Wortes liegen. An der Seite. Also ich wollte es links liegend sagen, aber es ist ja rechts. Wie gesagt, wir ignorieren es gerade mal komplett. Wir müssen uns jetzt gerade so ein bisschen mit Nebenquests über Wasser halten. Deswegen müssen wir dann wahrscheinlich auch mal ältere Nebenquests machen. Weil wir Level brauchen. Wir brauchen mindestens noch ein, zwei Level. Und wie gesagt, bis 35, wenn wir 35 sind, können wir gerne dann wirklich ins Finale durchstarten. So, wo sind wir denn hier? Wo wollen wir denn hier hin? Oh, das gehört ja dazu. Das wird kein 100% Let's Play, definitiv. Hallo, 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 ruhig. Bist du Haptis Geliebte? Ich weiß, warum du hier bist. Er ist tot, oder? Hapti. Es tut mir leid. Es gab einen Aufstand am Steinbruch. Nein, ich möchte es nicht wissen. Er war immer so ein Hitzkopf. Wie konnte er uns nur so verlassen? Ich habe seinen Armreif. Er wollte, dass du ihn bekommst. Was bringt mir ein Armreif? Mein Kind wird ohne Vater aufwachsen. Danke für die Botschaft. Du bist ein guter Mann. Aber bitte,
Lass mich mit meiner Trauer alleine. Ich bin nur eine weitere Frau, die die Römer zur Witwe gemacht haben. Das ist der Krieg, von dem keiner spricht. So, und für das bisschen kriegen wir gerade mal 2250 Erfahrungspunkte. Hier haben wir das römische Suris-Lager, klar. Und hier haben wir das Steinbruchlager, alles klar. Aber das, wie gesagt, das interessiert mich gerade herzlich wenig. So, da haben wir noch die erblindeten Augen. Das sind hier alles 35er Nebenquests, oder was? Beziehungsweise die eine 38er. Aber ich suche eigentlich gerne mal eine Nebenquest mit Level. Haben wir noch irgendwo was, was war? Fayum Oase. Haben wir noch irgendwas hier unten? Hier haben wir noch Quests. 35, so ist Gold. Das können wir noch. Die zwei können wir auch noch machen hier. Dann gehen wir da mal, reisen wir da mal hin. Das andere bringt es jetzt eh nicht. So. Guck mal, was wir haben. Warte, ich muss mal gerade gucken, wo unser Level gerade aussieht. Ja, wir sind kurz vor 34. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Origins.